Also, jetzt gucken wir mal, was der Tobi hier so kocht. Was Gutes. Wurstsalat mit Pommes. Wurstsalat ist fertig, Pommes wird jetzt noch gemacht. Oh, wie lange soll man denn noch warten, Mensch? Ja, aber zum Aufgang ist der nächste. Reklamation. Geld zurück. Vorspeise, Wurstsalat mit Pommes, Hauptgericht, Sonderfilet. Herrlich. Wo hast du den gefangen? In Spanien. Wo? Am Ebro. Du hast einen Fisch gefangen? Ja, ja. Klar. Ach, schwätzt kein Scheiß. Glaubst du das dem Moritz? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt aber. So. Gucken wir mal, was der Mössner macht. Ah, okay. Der Tobi kocht und strengt sich für das Strafvideo an und du hockst hier wieder nur faul vor deinem Handy. Ne? Handysüchtiger. Ja, ich muss gerade durchlesen. Was denn? Geschichte vom Geist. Spazertangeist. Sage. Vom Spazertangeist. Ja, das ist nämlich genau da, wo ich zeitlang Angler war und wollte es eigentlich jetzt gerade öffentlich machen, aber ich hatte vermutlich eine Begegnung. Mit wem? Vom Spazertangeist. Der kam in der kalten Novembernacht bei Vollmond auf dem Fahrrad anfahren. Mit im Wald. Das Licht hat geflimmert. Vollmond, leichter Nebel. Ja, dann hoffe ich, dass er ja seinen Fahrradführerschein gemacht hat. Flo, du machst dich lustig, gell? Aber für mich ist das ein ernstes Thema. Julian, jetzt musst du aufhören, sonst kann der Flo heute Nacht nicht mehr schlafen. Meine Güte, hab ich. Was? Ja. Fertig? Aber Moritz, mach mal schon da, die Packung Pommes auf. Also ich hätte die Pommes ja selber aus Kartoffeln rausgeschnitten. Ach so. Aber so typisch Tobi geht einfach nicht auf sich das Zeug. Hände in Hosttasche, wie immer. Du hättest ja einfach nicht dich darum kümmern können. Wurstsalat mit Pommes. Ja, wo ist der Wurstsalat? Den Teller hinkriegt er, was mit dir noch? Ja, jetzt dir. Weil wo ist meiner? Ja, da ist gerade noch Pfanne drin. Flo, für dich gibt's Neckerkauf. Mmh, lecker. Garniert mit Brassen. Als Soße Brassenschleim. Du kannst die Soße nicht essen. Nee. Ist schon scheißerei. Laktoseintolerant. Mannst du? Laktoseintolerant? Ohne Scheiß. Du darfst ja gar nichts essen, oder? Ja, doch, es geht schon. Scheißerei, oder was? Das Problem ist, ich müsste ja von euch aus eine Stunde heimfahren. Bis daheim würde ich nicht aushalten. Da gibt es ja eine Geschichte über Flo, sein Lieblingsitaliener. Oh, hör auf. Wo es eine gute Pizza gab, gell? Boah. Die war mal gut. Wahrscheinlich war da ein anderer Besitzer drin. Namen nennen wir mal nicht. Jule, sein Mager war es aber nicht mehr gut. So viel haben wir nie gereiert, glaube ich. Du hast ja, die Pizza war eigentlich in Stücke geschnitten, aber wo du sie ausgekotzt hast, warst du wieder komplett. So. Das sind Tobis Zanderfilets. Also der Junge hat echt was drauf. Fischen ja. Kann er wie ein Weltmeister. Kochen kann er wie ein Weltmeister. Das Einzige, was er nicht kann, ist duschen. Ah. Das muss der Richtige sagen, der stinkt da, oder? Oh, du brauchst jetzt nicht von dir selber reden, weißt du? Dass du stinkst, das wissen wir. Das ist ein Tropfen. Das hat nicht. Tobi, stell dich nicht so an. Ich stelle dich nicht an. Der drängelt vor. Ja? Ja, genau, das hat nicht mein. Tobi, du warst mal Koch. Nee, oder? Das machst du jetzt nicht in die Pommes. Ich wollte Koch machen. Nee! Pommes-Salz! Nur mit Salz, Mann! Was? Ich will Salz! Aber hast du nie gegessen? Hier, Salz! Das ist das beste Pommes-Gewürz. Ich kenn das doch, das ist so eklig, das ist das Paprika-Gewürz. Das ist das Geilste, was gibt es. Und wisst ihr, was der Witz ist? Da ist nichts mit Paprika drin. Aber deshalb heißt der Paprika-Gewürz, oder? Ja, ganz genau. Ja? Das ist das auch. Ja, Tobi, kannst du bei mir die Pommes nur mit Salz machen? Bitte. Ja. Warum? Ich habe heute immer noch meinen Wellness-Tag. Jawohl. Was? Sondermensch war nicht aufgenommen. Guck mal mit weniger Salz. Ja, okay, dann gehe ich jetzt heim. Digga, guck mal mit weniger Salz, Digga. Der geht
gleich, der lässt nicht los. Die sind gut, nicht. Die müssen noch ein bisschen lauter, Tobi. Tut mir heiß. Ich hab jetzt schon Hunger. Das ist doch Pinguin essen, Tobi. Ne. Wieso? Weil das dir nicht die gehören, Mensch. Weil alles kann. Was denn? Nein. Ne, jetzt gibt's was Normales. Na? No. Vielleicht. Achtung, Flo, pass mal. So. Guck mal, der Lüste. Sieh mal, wie drin. Muss ja aber. Hey, du Arsch! Hä? Ich wollt's mit Salz. Nee, dann gibt's nichts für heute. Jetzt lass mir den armen Flo nicht hungern. Dann gehe ich nach Heim, da macht mir meine Freundin auch Pommes. Mit aber Wurstsalat. Ganz wichtig, nur mit Salz. Mit Wurstsalat. Ist das der neue Teil vom Dschungelbuch, oder? Lange, okay. So, der Tobi, der Meisterkoch. Ist gerade aber voll im Strafvideo vorbei eigentlich. Warum? Weil wir müssen die Pommes mit dem Wurstsalat essen. Ja, dann sehen wir halt den Wurstsalat noch dazu. Mmh. Du bist ein Trottel. Was ist da? Der hat ja nicht mal da. Egal. Auf. Geh mal um, geh mal um. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder esse was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. So. Ja, Tobi. Moment, wir holen noch einen extra. Bevor wir den guten Zander essen, müssen wir erstmal. Der Wurstsalat. Ich stehe zum Glück muss ich den nicht essen. Das ist eh abgelaufen. Zum Glück muss ich den nicht essen, der Wurstsalat. So. Da ist eine Wusa drauf. Du bist die alte Wurst und nämlich die frische von unten. Ah. Ist der Sauce. Der sieht echt richtig lecker aus. Das ist eine Soße da drin, der ich sage. Wenigstens doch noch Pommes dazu essen. Also, gute Tobi. Guten. Weiter bin ich noch kein Fuch. So abwägig ist das gar nicht. Hast du es jetzt echt gegessen? Mhm. Hab ich. Du hast auch gegessen. Ja, ich freue mich trotzdem auf den Sonder. Das ist geil. Das ist eklig, Alter. Ja, die Strafe hat es in sich. Morgen allgemein können wir schon das. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nur ja, geht's oder willst du dich erstmal eine Stunde hinlegen? Gar klar. Also, Tobi, jetzt haben wir da fast den ganzen Teller Wurstsalat gefressen. Also, mir langt's jetzt. Ja. Weg mit dem ekligen, kalten Zeug. Boah. Dann sing nicht schlecht, aber. Ja, und. Das passt aber dann jetzt dann zu dem Zander mal. So. Das essen wir lieber, gute Zander. Ja. Gute. Hast du den selber gefangen, Tobi? Mhm. Wo? Spanien. Also, ein Ebro-Zander. Mhm. Ich fühle mich auf einmal so spanisch. Ja. Ja, Kräne drin? Normal, wenn nicht. Die Soße drüber. Macro Mio Española. Mhm. Da, die Soße. Ich schreibe ein bisschen drauf. Gut, 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 gut. Hör mal, ja, du willst doch nicht trinken. Nee, das ist geil. Herrlich. Super. Tobi, klasse. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin jetzt frei, Halle. Okay.
Wir bedanken uns ganz recht herzlich beim Herrn Tobias, der uns das alles hier ermöglicht hat. Ohne den es nie möglich gewesen wäre, hier heute zu sitzen. Und der hat die Zander ja auch gefangen. Ja, stimmt. Ja. Ein großer Applaus dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Deutsche Fängwerk am Zander. Stimmt. Doch. An der Elbe. Heute Nacht habe ich ihn gefangen. Wo? Warst du an der Elbe? Ja. Wo warst du? Ganz unten. Sollen wir kommen bei dir in die Geiling buchen? Mhm. Wenn du fängst. Was für Guidings bietest du jetzt an, Tobi? Guck mal, nur Gräder. Zander-Guiding. Und was? Mit was? Spinnfischen oder Köfi oder? Alles. Komplette Programm. Wie darfst du trinken mit, bitte? Boah, Zander ist halt schon geil, Alter. Ist so fein, das Fleisch zerfällt richtig. Ja. Hammer. Nachher wurde das Fleisch gewinnen. Mhm. Passt so gut wie Wurstsalat. Mhm. Ich würde behaupten, es kommt fast an der Lachsforelle dann. Oh, je. Ja. Mhm. Mit rotem Fleisch. Mhm. Jetzt, wo man das schon ist, ne? Der ist aber auch nicht so. Zwiebeln und Knoblauch. Wer? Du. Nee. Was, Tobi? Flo? Erklär mal einen Unterschied zwischen Lachsforelle und normaler Forelle. Also Lachsforelle sind einfach besser, weil die kriegen dazu so ein spezielles Krebsfutter und die kriegen ein richtig rotes Fleisch und Lachs, deswegen auch Lachsforelle. Aber es sind trotzdem Regenbogenforelle. Ja, das sind Lachsforelle, ne? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ja. Gleiche Wenn Fische du dich auch mal im Angelparadies umhörst, dann weißt du, dass es komplett andere Art ist. Ja, dann wäre ja die beste Chance vielleicht beim nächsten Strafvideo von mir, wenn ich es nicht schaffe. Ja, ja. So. Ja. Du darfst auch gerne mit den anderen Anglern das Diskutieren anfangen, was denn nur ein Lachs- oder Regenbogenforelle ist. Aber du musst es schon hören kennen. Lachsforelle. Lachsforelle. Hm. Aber, Flo, ja, das warten wir ab. In 5 Wochen ist es soweit. Abwarten. Oh, ich habe noch einen Ast im Ärmel, Jungs. Und Flo kann man es essen. Mhm. Echt gut. Ganz kochen, Tobi. War ja mal ein Koch, gell? Und wollte Koch machen. Und dann? Sei froh, dass du nicht geworden bist. Scheiß Arbeitszeit. Ja. Wollte ich von der Flo kochen, oder wie? Mhm. Den Nacken. Ja. Der hat heute nichts zu mir. Ah doch, jetzt. Obwohl, das zählt eigentlich auch. Aber, ja, also. Ja, so ein Essen, da zahlst du, wenn es Restaurant gehst, 20 Euro. Gut, du hast halt keine Pommes dabei, du hast halt Bratkartoffeln dabei. Sonder für die Steuer. Oder Salz, da zahlst du 20 Euro. Okay, Jungs, danke nochmal. Schön draußen, bevor ich gehe. Ich hab die Nase, ich hab die Nase. Nüsse drauf. Okay, das ist okay. Das müsste ich echt da machen. Der ganze Rasch schmeckt nach Knoblauch. Und dann, Flo, alles klar, was machen die Kinder? Hausfrau, Kinder. Also das letzte habe ich jetzt letztens eingeschult. Der andere kommt in den Kindergarten. Schön. Hm? Die anderen zwei habe ich jetzt vor 2 Wochen kennengelernt, das erste Mal. Nee, oder 8 schon, oder? Hey, ja, das ist alles gut. Hm. Tobi, was macht deine Pferderange? Das ist mittlerweile ein neuer Champions. Ja, ja. Jungs, ihr habt eine Vision. Oh, wie geht's deinem Schimmel? Ein Schimmel? Ja, ja, das ist gut. Ach, gut. Der Schimmel von mir, ne? Wie wär's mit mir einfach? Der wächst und gedeiht. Kann ich nicht das mehr machen. Sondern so Witzfilm. Ja, nehmen wir geht essen und reden dann über irgendwelche Themen. Über aktuellen. Ja, okay. Können was ist gerade aktuell? Flüchtlinge. Minecraft. Oh, oh Gott. Let's build Hogwarts. Hogwarts. Ach, du lebst nicht sauber stark. Hey, wenn ich nachher daheim bin, weil das Essen mir so gut geschmeckt hat, zauber ich mir mit meinem Lieblingszauberstab nochmal das Essen. Tobi, wenn du das hast, dann gehen wir mit Chili kommt, aber ist dann. Dann zauber ich kurz. Dann volle. Ab voller Flasche her.
Hex, Hex. Bah! Hobby! Ja, wo kommt das her? So da, was ist das her? Ups. Florian! Entschuldigung. So, der Wurstsalat. Boah. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Aber. Das mit dem Geusch ist schon weggeschwätzt. Ja, das ist eigentlich gerade weggezaubert und herzaubert, Tobi. Hast du dafür was Bestimmtes benutzt? Ja. Was? Zaubermesser. Ach so. Das ist der Zeiger. Ich gehe nur, wenn man einen Roundtrip auf dem Topf hat. Blink! Wow! Das ist sehr! Geil! Wie soll ich denn irgendwas wohl aufmachen? Ganz ruhig, Moritz! Komm zu dir! Boah, bin echt dann nach so einem Zentrum. Ich hab Zweifel. Ich hab Zweifel. Nestle hat ja eigentlich auch Zweifel. Ich hab Zweifel. Ja, du. Was ich? Mhm. Ich muss auch ein bisschen stark werden, ne? Ey, Jungs, ja. Ich finde das. Nach so einer kommen wir immer zum Anfang holen und dann kocht den immer für euch. Na, sag mal, dann geben wir mal für Review. Mann. Ich würde es immer machen. Wie MTV Home, nur mit einem Around Home. MTV Home. Wir leiten so hin und die daheim halt in der Wohnung zeigen, den anderen Keller. MTV Cribs, meinst du? Ja. Heißt es bei euch? Hey, hm? Jungs, eure Herausforderung habt ihr super gemeistert. Also, Mössner hat überhaupt nichts gemacht. Ich habe ja versucht, einen Ball zu fangen. Ja, stimmt. Warte, ich ja andere Geschichte. Ja, stimmt. Du weißt gar nicht, wohin vor Strafe liegt. U2 haben wir jetzt. Hm? Und andere Worte hat eine Hausnummer, ne? Ich glaube, das. Aber du hast ja bereit, das kannst du machen. Kein Problem, das machen wir heute Abend nach dem Vasen. Machst du auf dem Vasen? Also, wenn da keinen findest, dann weiß ich auch nicht weiter. Ey, brauchst du Angelzeug, kriegst du schon ein Bier umsonst. Klar. Nee, die kommen mit alle her. Ja, der ist aber nicht mehr reden kann. Und der einfach Geld in die Hand drückt. Moritz, brauchst du Angelsachen? Ich hätte dir was zu verkaufen. Ja. Guckifische. Liegen doch, Wobbler. Muss halt Minimum 10 Euro abnehmen. Ja. Ein Gummifisch, so ein 2 cm Gummifisch kostet 10 Euro. Kann ich das Problem auch nicht lassen? Der Moritz hat kein Bargeld, muss mit der EC-Karte zahlen und die geht erst ab 10 Euro. Ja. Also, den musst du schon machen. Wieder ist kein Bargeld. Du weißt schon, dass die EC-Auto positiv sein, weißt du, der Spender, der das gefällt. Das wurde gespendet. Die Florian der Quinta Stiftung. Ja. Zur Rettung fehlender Neckarfische. Ey, das wäre mal was Sinnvolles. Also Wurstsalat war perfekt. War super, Tobi. Hallo Julian, heute habe ich... Also... Ja. Ganz großes Kino. Gratulation. Tobi, super Spaß. Gratulation. Danke. Ja. Also, wer spielt jetzt die Kali? Ich habe heute schon genug gemacht. Ich habe mein Wellness. Also die, wo ich jetzt sage, ihr nicht, ihr müsst nicht spielen. Ihr nicht, Oma schreit nicht, müsst nicht. No, hat gar nichts gesagt. Ja, nicht viel los, ich muss gehen. Hui Dex, Dex, Dex. Alles okay? Ich frage mich auch manchmal, ob was mit dem nicht stimmt. Julian? Was ist denn? Ich lese gerade die Geschichte von dem Geist, das glaubt man immer aus dem Kopf raus. Schau wieder. Ja, das ist genau in meiner Angestellung, Mann. Und ich habe ja auch den Fahrradfahrer gesehen. Nachts um 11 Uhr im November. Bald. Bei Vollmond. Ja und? Es gibt auch welche, die fahren halt gern abends Fahrrad. Natürlich gibt's das, aber das hat trotzdem alles zusammengepasst. Komisch. Psycho.